Gaetan Krebs, Mittelfeldspieler mit der Nummer 21. Ja, der nächste Neuzugang vor unserer Kamera. Ich freue mich ganz herzlich auf Gaetan Krebs. Herzlich willkommen im Saarland, willkommen auch bei der Sportvereinigung Elversberg. Ja, auch wenn du nicht zum ersten Mal vor dieser TVF-Kamera hier stehst, freuen wir uns heute ein bisschen näher auf die Person Gaetan Krebs. Zuerst die Frage, gut im Saarland angekommen soweit? Ja, sehr gut. Ich bin seit 10 Tage, 12 Tage jetzt hier und ja, heute das ist das erste Mal, dass wir unter Regen trainieren haben, aber sonst die Sonne bis jetzt hat gescheint und die Lauen sind gut und ja, die Kollegen haben mir sehr gut aufgenommen, das Trainerteam auch und bis jetzt läuft alles, wie ich mich vorgestellt habe. Kommst aus Karlsruhe ja an die Kaiserlinde. Für den KSC warst du dabei 8 Jahre lang aktiv, hast Aufstiege, Abstiege miterlebt. Hat dort einfach alles gepasst, weshalb man dann auch 8 Jahre bei einem Verein bleibt? Nein, also es hat nicht alles gepasst. In 8 Jahren habe ich viel erlebt. 2 Abstiege, 1 Aufstieg, 1 Fast-Aufstieg. Ja, klar bin ich dann 8 Jahre lang geblieben, weil ich habe mir dort gut wohl gefühlt und mit meiner Familie auch. Aber am Ende habe ich mich dann entschieden, den KSC zu verlassen, weil ich wollte einfach etwas Neues erleben. Und ja, jetzt bin ich da. Aber in diese 8 Jahre habe ich eine schöne Erinnerung und das war eine schöne Zeit dort. Etwas humoristisch gefragt. Wer den Namen Krebs nicht kennt, der hat wohl Zweitligageschichte verpennt. Unbestritten dürfte der Name Krebs so ziemlich den meisten Mitspielern oder Gegenspielern ja ein Begriff sein. Hilft da eine Vita mit 160 Erst- und Zweitligaspielen, eine Art von Respekt auf dem Platz zu erreichen? Oh, das muss man die andere fragen. Klar, dann, das ist, ja. Aber das ist nur Vita. Auf dem Platz muss man dann es zeigen. Und ja, aber Respekt, glaube ich, dass man ein bisschen verdient hat, aber mehr auch nicht. Und ja, wie gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz und jetzt am Samstag geht's los, endlich. Ja, auch wenn der KSC in der letzten Saison ja abgestiegen ist und nun in der dritten Liga zu Hause ist, hast du den Wechsel gewagt, bist nochmal eine Liga nach unten in die Regionalliga. Hat dir hier die SVE das Gefühl gegeben, auf ähnlich ambitioniertem Niveau zu arbeiten? Ja, ja, deswegen bin ich da. Klar, am Anfang war es nicht so geplant, nach dem wo ich dann der Absage an der KSC gesagt habe. Ich wollte, wie gesagt, in die zweite Liga bleiben. Es hat nicht so funktioniert. Dann ist Elversberg zu mir gekommen. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt mit der Trainer und Herr Seitz. Die Gespräche waren gut. Und da habe ich gespürt, dass Elversberg viel vorhat und für die nächsten Jahre. Und erstmal diese Saison ist eine wichtige Saison, weil ja, wir wollen aufsteigen. Das hat die letzten 2 Jahre nicht gepasst. Ja, ein bisschen schade, aber wie gesagt, der Verein hat viel Ambition. Mit der neuen Tribüne auch sieht man, dass die Entwicklung angefangen hat und ja, jetzt muss dieses Jahr die nächste Schritte da sein. Neben deiner Station in Karlsruhe warst du auch Spieler bei Racing Straßburg. Im weitesten Sinne ist das ja auch ein Club hier aus der Region. Bist du dem Südwesten Deutschlands und der angrenzenden Region einfach ja, verbunden, auch im Hinblick auf deine grenznahe Heimat oder deinen Geburtsort nah an der Grenze? Ja, stimmt. Karlsruhe war auch nah an die Grenze, Elversberg wieder. Straßburg war bei meiner jungen Zeit von 15 bis 21. Wie gesagt, das war auch nah an Mulhouse, mein geborener Standort. Und ja, aber das ist irgendwie, hatte ich nie im Kopf, immer nah zu sein von der Heimat. Das war einfach so ein bisschen Zufall irgendwie. Ich war in Hannover, in Siegen, das war auch nicht so nah von meiner Mulhouse, von meiner Heimat. Und ja, aber schön ist, dass man mit der Familie eine Nähe haben kann. Und ja, dann genießen wir diese Bonus. Ja, kommen wir noch zu deiner aktuellen Aufgabe. Wo siehst du die SVE im Moment, ja, kurz vor dem Ende der Saisonvorbereitung?
Ja, wir sind also gut vorbereitet. Wie gesagt, ich bin nur seit 12 Tagen da. Die andere, also die ganze Mannschaft hat 3 Wochen vorher Gas gegeben, sich vorbereitet für die erste Spieltag für die ganze Saison. Und wir sind jetzt gut drauf. Das ist jetzt die letzte Tage vor dem Saisonauftakt. Und wie gesagt, wir sind gut vorbereitet und heiß vor diesem Heimdebüt. Ja, du hast das Heimdebüt gerade angesprochen. Innerhalb der ersten 5 Spieltage stehen dann auch mit Saarbrücken, Mannheim und Offenbach gleich 3 richtige Kracher auf dem Spielplan. Ist das gleich schon zu Beginn der Saison so eine Art Standortbestimmung? Ein bisschen schon, glaube ich, aber ja, egal. Ich will sagen, egal welcher Gegner kommt, wir wollen die 3 Punkte jeder Spiel daheim behalten. Und ich glaube, die Liga ist stark, dass man, ja, und egal, ob wir jetzt schon am Anfang die größeren Gegner treffen oder in 3 Monaten, es spielt keine Rolle. Irgendwann muss man gegen diese Vereine spielen und ich glaube, es ist auch gut, am Anfang gegen die zu spielen und da sehen wir, wo wir stehen, was wir dann zu tun haben oder nicht. Und ja, ich glaube, es ist eine gute Sache, dass wir gegen größere Gegner spielen dürfen, von Anfang an. Ja. Okay. Ja, du hast hier einen Vertrag bis 2020. Möchtest du mal so einen kleinen Ausblick wagen? Wo siehst du dich mit der SVE in 3 Jahren? In 3 Jahren am besten in zweite Liga, warum nicht? Jan Regensburg hat es geschafft, Darmstadt auch. Warum nicht Elversberg? Aber ja, nicht zu viel träumen. Diese Saison ist erstmal der Anfang und ja, aber ich glaube, es ist schon machbar. Erstmal in die 3. Liga und dann nach vorne schauen. Aber ja, erstmal Samstag 3 Punkte holen und dann nach vorne schauen. Ja. Wir wollen hoffen, dass das so in Erfüllung geht. Gerton Krebs, herzlichen Dank für deine Bereitschaft, hier zum Interview zu kommen und vielen Dank für deine Worte. Dankeschön.